Hallo, liebe Eltern und hallo an alle, die sich für Fragen, die um Kinderschuhe gehen, interessieren und die gerne auf die eine oder andere Frage eine Antwort haben möchten. Bei uns geht es heute mal um das Thema getragene Kinderschuhe, auch wieder sehr häufig Gegenstand unserer Beratung hier im Fachgeschäft. Wen es interessiert, gerne dranbleiben. Bis gleich. Hallo. Ich bin Babette und habe seit mehreren Jahren schon ein Kinderschuhfachgeschäft in Leipzig und nehme heute mal zu dem viel beachteten oder viel gefragten Thema getragene Kinderschuhe mal Stellung. Das ist ja so in etwa wie mit dem absoluten oder perfekten Rezept nach einem Gericht, nach einem Kuchen. Jeder meint immer das Richtige zu haben und trotzdem fällt es immer wieder anders aus. Das Wichtige ist vor allen Dingen immer erstmal zu erklären, getragene Kinderschuhe ja oder nein. Und auch da gibt es ja, wie so oft, sehr gespaltene Ansichten oder verschiedene Ansichten. Ich sage immer, solange wie der Kinderschuh jetzt nicht hoffnungslos abgenutzt ist, sollte man oder könnte man ihn gerne als Zweitschuh gebrauchen. Allerdings, und das ist immer wieder das A und O, er sollte in den Grundformen passen. Das heißt, wenn ich einen getragenen Schuh bekomme oder von meinem älteren Kind aufhebe, heißt es ja nicht automatisch, dass dessen Fußform mit der Fußform jetzt des neuen Trägerkindes übereinstimmt. Wer das also nicht einzuschätzen vermag und der jetzt einfach bloß so der Meinung ist, ach, weil er noch gut ist, trage ich den jetzt einfach, ist nicht immer unbedingt damit sehr gut beraten. Also man sollte dann vielleicht schon mal die Hilfe eines Fachgeschäftes in Anspruch nehmen und einfach die Verkäuferin seines Vertrauens oder die Schuhberaterin seines Vertrauens mal in der Hinsicht um Hilfe bitten. Macht im Grunde genommen auch jedes gutes Fachgeschäft. Ja? Es ist ja immer so, wir wollen natürlich auch, dass Werte erhalten werden. Und ich sag mal, ein guter Lederschuh ist eigentlich, wenn er auch in einer guten Qualität gearbeitet ist, für ein Trägerkind fast immer noch zu schade. Ja, wir haben es mit hochwertigen Materialien zu tun, mit geprüften Leisten, die eine ordentliche Passform hergeben. Und demzufolge ist es also nicht so, dass so ein Schuh jetzt bloß, ich sage es mal, nach einem Kind verschlissen ist. Zumal ja auch aufgrund der Wachstumsschübe, der unterschiedlichen Wachstumsschübe bei den Kindern, ja auch immer entweder kurze oder lange Tragezeiten zustande kommen. Ich habe jetzt mal hier so aus unserem Repertoire der dagelassenen Schuhe verschiedene Modelle mal mit hergestellt. Also man sieht schon, dass die Kinder zumindest mal eine gewisse Zeit drinne gelaufen sind. Was halt auch immer wieder auffällt, je weniger ich so einen Schuh halt auch nutze, desto weniger Gebrauchsspuren hat er, das ist klar. Aber selbst bei einer extrem kurzen Tragezeit wie hier, noch nicht mal nach 2 bis 3 Wochen, man sieht halt schon die Prägung des Leders, die also praktisch der Schuh durch den Erstträger bekommen hat. Und das sollte man und darf man eben halt nie vergessen. Gerade so ein Schuh, der ist noch super gut in Ordnung, würde ich auch als Tragschuh, als ersten Tragschuh mit für ein Kind empfehlen. Alles andere, was dann schon so die Struktur hat, naja, da weiß man, wie der Schuh mal ausgesehen hat. Bitte nur für kurze Tragezeiten und wenn es eben halt, wie sagt man so, zum Runterräubern. Generell würde ich nie einen zu kleinen Schuh zum Rumräubern empfehlen. Ganz einfach, weil auch der kleine Schuh, wenn man einmal zu klein ist, er kann auch nicht mehr abgenutzt werden. Weil er schadet dann in dem Sinne in jedem Fall dem Schuh. Wenn ich einen Schuh sozusagen geschenkt oder vererbt bekomme, achtet vor allen Dingen immer, dass der Schuh in seinen wesentlichen Bestandteilen noch in Ordnung ist. Also die Sohle sollte noch ein gewisses Profil aufweisen, sie sollte keine großen Abnutzungserscheinungen haben und vor allen Dingen der Schuh sollte in sich noch sehr flexibel sein. Wir wissen ja alle, aufgrund dieser Zusammensetzung von den Sohlen, fast alle Sohlen enthalten gewisse Weichmacher, die also nach einer gewissen Zeit entfleuchen. Und diese Weichmacher in den Sohlen, Kautschuk, Gummimischungen, wie auch immer, bewirken, dass die Sohle weich und flexibel bleibt. Ab einer gewissen Zeit sind sie halt weg. Und damit wird die Sohle stabiler, härter
und lässt sich auch gar nicht mehr so einfach beugen. Also sobald die Gefahr bei diesem Schuh ist, dass der also dann im Zuge des Gebrauchs von der Sohle her bricht. Ja, weil die Sohle einfach nicht mehr flexibel genug ist und demzufolge die normale Abrollbewegung im Alltag wirklich auf Dauer meistert. Zum anderen ist es eben halt auch für den Träger nicht besonders angenehm, wenn ich also hier mit einem Brett an den Füßen agieren muss. Also, sie sollten möglichst neuwertig sein, sie sollten möglichst noch nicht allzu alt sein, sie sollten vom Obermaterial her wirklich intakt sein, sie sollten keine Löcher, Risse, wie auch immer haben und vor allen Dingen, der Schuh sollte, auch wenn er als Zweitschuh gedacht ist, er sollte dennoch passen. Deswegen, wir bieten es auch immer wieder an. Wir schreiben das auch in jede Begrüßungsmail mit rein. Wer also solche schicken Schätze hat oder geschenkt, vererbt bekommt, wie auch immer, kommt mit diesen guten Stücken rum. Wir gucken uns das dann gemeinsam an und wir sortieren entweder aus oder sagen, das geht halt noch. Generell auch immer wieder mit darauf achten, dass also die Schuhe, wie gesagt, von der Passform her einigermaßen in Ordnung sind. Dass ich einen zu weiten Schuh niemals an einen schmalen Fuß anziehe. Genauso wenig auch umgekehrt, dass ich jetzt hier ein schlank geschnittenes Modell in ein breites Knuffelfüßchen bringen will. Alles nicht immer ganz gut, aber wer ein ordentliches Fachgeschäft sein eigen nennt, der wird natürlich auch schon öfters mal zu hören bekommen haben, ihr Kind hat schlanke Füße, ihr Kind hat breite Füße. Und dann weiß man so auch im Allgemeinen, auf was man da zu achten hat. Ansonsten, beim nächsten Mal geht es um das Sauberhalten und da freue ich mich, euch wiederzusehen. Wiedersehen bedeutet natürlich auch abonnieren unseren schicken Kanal, weil da sind ja so immer alle Themen dabei. Und nur wer dabei bleibt, kann auch nichts vergessen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.